Ja, herzlich willkommen heute hier bei Steffen Hamsch hier am See. Steffen hat uns eingeladen, dass wir ihm mal die nächsten 2 Tage über die Schulter schauen. Er ist ja wirklich schon seit Jahrzehnten bekannt für viele große Fische. Er fängt wirklich sehr, sehr konstant oder vielleicht sogar in der deutschen Karpfenszene am konstantesten Großkarpfen. Und wir hoffen, ihm 1-2 Geheimnisse zu entlocken, seine Angelei. Und vielleicht euch auch oder dem einen oder anderen auch weiterzuhelfen damit. Vielleicht ist es sehr, sehr interessant und auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und ich kam gestern Abend hier an. Ja, da war Steffen schon am Drillen. Er hat direkt den ersten Biss gehabt und das Ergebnis präsentieren wir euch jetzt hier. Das ist der erste Fisch mit knapp über 25 Kilo. Ich hatte die Plätze ein paar Tage vorbereitet mit wenig Futter. Heute Nacht hat noch ein weiterer Gebisse gehabt mit 22 Kilo. So, dann zeigen wir als nächstes. Hier der zweite Fisch von heute Nacht, 22 Kilo. Ja, vielleicht schon mal das Glück, es geht noch der eine oder andere. Ja, wir haben 9,9 Grad Wassertemperatur. Gestern beim Ankommen hatte Steffen einen richtig geilen 25 Kilo Fisch schon. Ja, dann bin ich gestern Abend rüber an meinem Platz, habe bis heute Nacht die Ruten rausgelegt. Plätze waren ganz wenig vorbereitet, also vorbereitet, gut vorbereitet mit wenig Futter für die Jahreszeit. Ja, und so kurz nach 12 hat der hier gebissen, etwas über 20 Kilo. Ein richtig alter Bulle, ein bisschen verformt, aber ein ganz massiver Fisch. Das hat er auch gezeigt beim Kämpfen, das war schon Wahnsinn im Boot. Ja, bin ich ganz happy. Dann schauen wir mal, ob noch was kommt und ob uns der Steffen noch 1-2 Tricks verrät. Also die erste Nacht ist rum. 2 Fische haben wir gebissen. Den ganzen Tag über war jetzt gar nichts mehr. Überhaupt keine Aktion. Ich will jetzt rausfahren mit der Unterwasserkamera, nochmal die Plätze kontrollieren, gucken, ob Futter noch liegt, Boilies, Teig, wie auch immer. Ob noch irgendwas da liegt oder ob sie nur den Hakenköder liegen gelassen haben. Und ich versuche jetzt den Platz nochmal zu aktivieren. Wassertemperatur liegt bei 10 Grad, die Fische müssen nicht fressen. Und ich möchte jetzt eine Staubwolke unter Wasser hinstellen, wo die Fische halt vielleicht animiert zum Fressen. Und was ich da jetzt alles zusammenrühre, würde ich jetzt gerne zeigen. Verwende ich ganz normaler Sand. Das ist eigentlich dasselbe Sand, auf jedem Gewässergrund, in dem der Baggersee vorhanden ist. Da mache ich ein paar Hände voll rein. Und
damit das Ganze noch ein bisschen Geschmack hat, nehme ich den Original Boilie Mix von First Quality und mache da ebenfalls ein paar Hände voll davon rein. Dazu kommen noch ein paar Zugmückenlarven. Einfache Dose dazu. Das Ganze wird dann vermischt. Und zum Schluss wird das Ganze dann mit Wasser und mit Milch angerührt. Es gibt eine schöne helle Wolke auf dem Spot. Naja, je nachdem. Hoffen wir mal, dass vielleicht der ein oder andere Fisch dadurch zum Fressen aktiviert wird. Also ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber in dem Boilie Mix sind Garnele, Seiderraube, Rinderleberextrakt, Fischprotein, Fischmehl, einfach um dem Ganzen ein bisschen Geschmack zu geben. Und jetzt fahren wir raus auf den Platz, gucken nochmal mit der Kamera, wie es aussieht, und dann wird es auf dem Platz abgekippt. Und dann gucken wir mal, ob noch was geht. So, wir sind jetzt am Spot mit der Unterwasserkamera, man kontrolliert, die Plätze sind eigentlich sauber. Futter war nichts mehr da. Auf die passende Stelle habe ich dann die Haarboje geworfen. Und auf die Haarboje setzen wir jetzt den Eimer mit dem Sand. Mega Wolke jetzt, wo da unten drin steht, ne? Ich werfe jetzt 5-6 Teikugeln direkt an die Boje und noch 3-4 Boilies direkt in die Staubwolke rein. Das war's, und jetzt kommt der Hagelköder drauf. Ich bin froh, dass das jetzt heute Nacht noch mal geklappt hat. Wir haben gestern Mittag noch mal den Platz aktiviert, indem wir eine große Staubwolke auf den Spot gelegt haben, in der Hoffnung, dass die Fische wieder aktiver dadurch wären. Und ja, das Ergebnis ist der Schuppi. Also ich würde gerne was zu dem Gewässer noch sagen. Das ist ein Baggersee mit ca. 22 Hektar. Der wird jetzt bestimmt schon über 20 Jahre beackert, was das Karpfenangeln betrifft. Also die Fische wissen genau, was da unter Wasser los ist. Und auch die ganzen anderen Karpfenangler hier am See sind alles hervorragende Angler, die genau wissen eigentlich, was sie machen. Hier fliegt in der Regel nur wirklich hochwertiges Futter ins Wasser. Da verwendet keiner irgendwelche Fertigboilies, die gelb und nach Ananas riechen oder so irgendwas. Und jeder von denen tut da wirklich mit der Unterwasserkamera die Plätze kontrollieren, genau ablegen. Genau, also die wissen genau, was sie hier machen, die Angler. Und dementsprechend ist es eigentlich auch ein sehr anspruchsvolles Gewässer.
Als wir ankamen, war mir eigentlich fast klar, dass wenn wir auf den Futterplatz angeln, dass die erste Nacht wahrscheinlich mit Sicherheit Fische bringt, was dann der Fall war. Und dass es ab dann schwierig wird, nochmal den einen oder anderen zu fangen. Das Ganze ist dann aufgegangen. Wir haben gestern noch einmal die Futterwolke auf den Platz gestellt, in der Hoffnung, dass man die Fische noch mal irgendwie aktivieren kann. Und hat dann auch geklappt mit dem Schuppi, den wir dann gefangen haben. Aber jetzt wird das Ganze auch schwieriger. Ich bin auch froh, dass der Andi den Fisch gefangen hat, was er wiederum zeigt, dass er weiß, was er macht und auch zu den guten Jungs gehört. Denn wie gesagt, hier drin gibt es viele, die oft blank nach Hause gehen. Und von daher war das auch, bin ich froh, dass der den Fisch gefangen hat. Und des Weiteren habe ich jetzt probiert. Wir haben jetzt noch ein bisschen zu angeln. Ich will jetzt halt noch ein bisschen Teig anrühren mit Zugmückenlarve, um das Ganze nochmal vielleicht vom Futter her ein bisschen zu verbessern, um die Fische zu aktivieren, nochmal vielleicht auf die Zugmücke zu reagieren. Versuche dadurch vielleicht noch den einen oder anderen zu fangen. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht geht ja noch was. Also hier ist jetzt der Teig, den ich vorhin angesprochen habe. Den stelle ich her aus dem ganz normalen Lebermix von First Quality Carp Baits. Dazu kommen die Zugmückenlarve von Butcher's Best, einfach aus der Dose raus und mit dem Teig, mit dem Mix zusammengemixt. Und daraus stelle ich dann ganz normale Teigkugeln her und versuche aber, dass der Anteil an Zugmückenlarve relativ hoch ist in dem Teig. Hier sieht man das vielleicht auch ganz gut, die einzelnen Zugmücken, wie sie im Teig drin sind. Und den Hakeköder, den mache ich auch dementsprechend. Ich nehme einen schwerelosen Boilie, egal ob der jetzt pink oder wie man will. Knete darum einfach den Teig. Und werf den dann, so wie er ist, einfach in Pellets. Ganz normale Mikropellets. Das hat einen Vorteil, dass der Teig schon nach 2-3 Tagen, selbst nach mehreren Stunden, relativ hart wird. Der hält locker 24 Stunden am Haken und lässt die manchmal Monate oder Wochen teilweise in den Pellets drin. Die sind automatisch durch das Öl konserviert, denn passiert nichts. Und der löst sich dann nach Stunden immer wieder, nach und nach löst sich dann der Teig ab. Und somit hat man automatisch denselben Teig als Hakeköder. Und das funktioniert normalerweise ganz gut. Also ich finde, bessere Attraktor kann man im Hageköder nicht haben, wie man den Teig reinmachen kann. Da sind der Fantasie ja keine Grenze gesetzt. Man kann alle möglichen Zutaten dazu machen, was halt jeder für sich selber am besten findet. Ja, Steffen, jetzt habe ich ja auch mal deine Gewässer gesehen und bin ja echt überrascht, wie schwer es doch ist, hier zu angeln und wie unterschiedlich es ist zu vielen anderen Gewässern. Und erklär doch mal kurz, was für Gewässertypen sind das, die du meistens angelst? Wie groß sind die? Wie tief sind die? Ja, das sind eigentlich meistens Baggersee zwischen 15 und knapp 100 Hektar. Hm. Ja, ist doch groß, gell? Ja, schön. Gibt es dann meistens alle Tiefe von Flachwasserzone bis teilweise 20, 25, 30 Meter tief. Mhm. Oftmals sind halt viel Struktur mitten im See irgendwo, wo es wieder hochgeht, 6 Meter, 8 Meter. Und das Problem ist, die Fische können sich da einfach im ganzen See verteilen. Egal wo, je nach Jahreszeit,
Hat ja. Man riesige Wasserfläche, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man angeln soll. Und auch mit Sicherheit viel Angeldruck dann. Und die Gewässer wäre eigentlich, ja, wie überall in Deutschland mittlerweile, eigentlich hart beangelt, mhm, was es gerade beangelt wird. Okay. Und es wird ja viel gemunkelt, dass du so an deine kleine, private, eigene See angelst. Das, also ich wurde jetzt hier eines Besseren belehrt und es ist ja definitiv nicht so, dass ihr jetzt hier wirklich ein Riesengewässer oder ein großes Gewässer mit 22 Hektar. Ja, das ist ganz schön. Da kann man mit so einem Vorurteil auch mal ja, aufräumen und kann den Leuten wirklich auch mal zeigen, dass das eine ganz normale, klassische Angelei ist. Wobei, so normal ist sie ja nicht. Denn du fütterst ja schon ein bisschen anders. Du bereitest deine Plätze ja schon ein bisschen anders vor wie viele andere Angler. Was genau ist der Unterschied? Was denkst du, was der Unterschied von deiner Angelei ausmacht? Ich gehe viel füttern und nehme viel Zeit fürs Wasser und gehe wenig angeln. Das heißt, ich schnapp mal die Unterwasserkamera fast tagtäglich, fahre auf dem See rum, guck, Fraßspuren, wird Futter gefressen, was für Futter. Irgendwann weiß ich genau, welches Futter wird besser bevorzugt durch die Unterwasserkamera, wo dann genau siehst, hier waren Fische, also wie du gestern oder heute schon gesagt hast, da waren frische Fressspuren. Ja. Sind sie alt, sind sie. Also mit der Unterwasserkamera lernt man sehr viel über das ganze Verhalten von den Fischen. Und eben das regelmäßige Füttern. Gutes Futter für alle Dinge reinzuwerfen. Wie gesagt, durch die Kamera weiß dann auch, was wirklich zieht und was nicht zieht. Und das konstante Füttern. Ich mache es normalerweise so, jeden zweiten Tag fliegt eben, werden die Plätze befüttert. Ne? Und meistens mache ich das in zwei oder drei Gewässer. Und befische dann praktisch nur alle 14 Tage praktisch eine Nacht den Futterplatz. Heißt, der Futterplatz ist immer 7 Tage, also alle 14 Tage lang gefüttert, genau, und wird nicht geangelt. Und jeden zweiten Tag gefüttert. Ja. Das macht mit Sicherheit einen riesen Unterschied aus. Ja. Klar, die Fische kriegen Vertrauen. Und an dem Tag, wenn es dann rausgeht, dann muss es einfach beißen, sage ich dann immer. Weil man sieht mit der Kamera, das Futter kommt weg. Ja. Also sind Fische da. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch der Unterschied, weshalb du bei deinen Trips, bei deinen Tagestouren, weil man denkt ja auch, du gehst extrem viel angeln, aber es ist ja genau umgekehrt, du betreibst ja viel mehr Vorbereitung. Eine Nacht pro Woche, Wahnsinn. Das ist wirklich wenig. Dafür fängst du extrem viel. Das muss man so sehen, also das muss man wirklich auch mal sagen. Normalerweise bei der Anzahl von Großkarpfen, die du fängst, sagt man, ja, da geht mal mindestens 3-4 Nächte die Woche raus. Aber so eine Nacht die Woche und dann der Rest nur Vorbereitung, Respekt. Das ist schon wirklich eine ganz andere Art von Angelei. Und du betreibst das warum so? Weil Familie oder genau. Durch die Familie geht es eigentlich nicht. Ja. Ja, dadurch hat sich das Ganze so eigentlich ergeben in den letzten Jahren. Sagen wir die letzten 8-9 Jahre eigentlich so. Ja, ist auch schön zu sehen, dass man so lang und so intensiv und professionell auf Karpfen angelt, nebenbei eine Familie führt. Ja. Hauptberuflich. Ja, hauptberuflich sozusagen. Und dann trotzdem diese Angelei so ins Detail ausübt. Ja, oder im Detail ausübt. Da gibt es mit Sicherheit nicht viel. Mit Sicherheit gibt es ganz viele, die sagen, sie haben dann keine Zeit mehr zum Angeln, sie gehen nicht mehr raus. Aber du hast ja auch eigentlich keine Zeit zum Angeln. Im Endeffekt. Du gehst ja auch wenig raus. Ja, wenn du so willst, diese eine Nacht, das ist ja tatsächlich. Also ich hätte auch gedacht, du gehst viel mehr. Also in der Regel ist es eigentlich freitagsabends relativ spät raus und samstags morgens, wenn es gut läuft, 13 Uhr wieder halt. Eher Wahnsinn, früher. Ja. Wahnsinn. Und hast du so einen Schnitt, den du fängst an Stückzahl dann? Ich setze mir das eigentlich immer irgendwie selber. Wenn ich jetzt sage, ich fütter, sind zwei Ruder erlaubt und habe zwei Plätze, dann muss auf jeden Fall auf jedem Platz mindestens mal einer beißen. Oftmals ist es eben so, dass vielleicht als ab und zu ein bisschen mehr beißt, ne? Weil eben die zwei Wochen Zeit dazwischen ist, wo die Fische hier ihre Ruhe haben. Ne? Was verbrauchst du so an Futter im Jahr? Eine gute Tonne an Beule. Aber du wirfst es jetzt nicht wahllos ins Wasser, einfach Masse drauf, sondern ja wirklich hier mal ein Kilo, da mal 500 Gramm, da mal zwei Kilo. Ja? Ja. Gut, die Menge kommt dadurch zustande, weil wenn zwei, drei Sehe befütterst, also praktisch verschiedene, pro, sagen wir, sind es im Endeffekt 6 Plätze. Und wenn es nur ein Kilo ist, ist praktisch 6 Kilo am Tag. Ne? Das ist schon einiges, ja. 6 Kilo jeden zweiten Tag, das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Ja, gut, je nach Jahreszeit mehr, manchmal auch weniger, so wie im Frühjahr oder im Spät, so wie jetzt. Ich habe jetzt jeden zweiten Tag pro Platz vielleicht 500 Gramm.
gefüttert mehr. Ne? Genau. Ja. Im Sommer, wenn die Fische wirklich im Fresse sind, da gibt ja mal 20 Kilo auf einmal ab. Ne? Aber du weißt halt genau durch die Unterwasserkamera, du weißt irgendwann die Momente, wenn die Fisch fressen, wenn er das genau. Gefühl kriegst, irgendwie raus und meistens ist dann auch so. Genau, du weißt halt auch, ob das Futter noch liegt und fütterst nicht einfach wahllos drauf. Ne? Ja. Genau. Ja, das macht mit Sicherheit schon einen großen Unterschied. Das ist schon interessant. Das ist auch für mich interessant, weil ich ja auch so ein bisschen sehr viel zu tun habe durch Arbeit und viel mit Familie. Und ja, meine Angelei jetzt auch dieses Jahr im Herbst so ein bisschen mehr wieder zurückgebracht habe in die Spur. Das zu sehen, wie du dann vorgehst, wie andere vorgehen, das zu vergleichen, ist mit Sicherheit auch für viele Angler draußen ganz interessant. Weil es ja doch immer heißt, ja gut, der Fisch da an irgendwelche vollbesetzten Seen, die vollbesetzt mit Großkarpfen sind. Aber jetzt auch hier der See, das, wenn ich das so recht überblicke, ich meine, wir reden hier von 22 Hektar und rund 100 bis 150 Fische. Das ist eigentlich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also ich habe keine Gewässer, die haben 3 Hektar, 5 Hektar, da sind auch 150 Fische drin. Ja, und selbst die Leute fangen mäßig teilweise. Das ist also wirklich, man kann hier dann fast schon von einem Lostock-Gewässer reden. Also die meisten Gewässer eigentlich bei uns, die sind eigentlich eher unterbesetzt. Klar, es gibt da einen an der See, wo man weiß, der ist gut besetzt, aber die meisten See sind eigentlich, was Karpfen betrifft, relativ wenig besetzt eher. Dafür sind halt da die Gewichte etwas größer dafür. Ne? Und dann kann man ja sehen, dass du durch die Taktik, die du wählst, mit dem Füttern, mit dem Futterplatz lang ruhen lassen, genau die richtige Taktik gewählt hast. Sonst würdest du nicht so viel fangen. Ja? Ja, vor allen Dingen durch die lange Zeit. Irgendwann ziehe sich die ganze große Fisch, ziehe sich auf die Futterplätze, weil sie wissen, da gibt es halt nichts. Genau, und kommen immer wieder her. Und was ist jetzt so deine bevorzugte Montage oder was ist jetzt so dein bevorzugter Haken oder irgendwas in der Art, wie ich so Großhaken, Kleinhaken. Ich bin ja bekanntlich so der Verfechter von kleinen Köder und extrem Großhaken. Also prinzipiell ist das Wichtigste eigentlich, dass die Montage, also sprich das Blei, ich angle nie fest Blei. Ja. Das heißt, der Fisch kommt, muss ich, ich verwende eigentlich mal schweres Blei, also auch beim Werfen, dass wenn der Fisch kommt, dann muss ich pieksen praktisch, dann muss das Blei den Haken ins Maul drücken und meistens kommt ja dann die Kopfbewegung vom Fisch, dass er sich wegschütteln will praktisch wieder und dann muss das Blei entweder abfallen oder es muss nach hinten wegrutschen, dass das Kontergewicht praktisch nicht mehr da ist, dass der Fisch sich den Haken aushebeln kann. Ne? Das finde ich eigentlich das Allerwichtigste, wo eigentlich, denke, viele das gar nicht noch verstanden haben, wie wichtig das eigentlich ist. Das sind dann meistens die das Piep-Piep-Piep, die drei, vier, oder die Rucker an der Schnur, wo manche sagen, es sind Brasse oder Schnurschwimmer oder irgendwas, das sind meistens Karpfe, die schüttelt man, zack, zack, schüttelt der Hake wieder raus und schwimmen weiter. Und mit meistens Karpfe heißt das ja auch, der Futterplatz ist leer, der Angler bleibt einfach sitzen im Normalfall, der normale Angler, und kontrolliert das nicht nach, sondern sagt, es war ein Schnurschwimmer oder es war ein Brasse und wird dementsprechend auch nichts mehr fangen. Ja. Und dementsprechend, du kontrollierst das nach, fütterst nach, legst alles neu und die Chance ist wieder da. Gell? Ja. Und so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, verwendest gerne Kleinhaken. Gell? Also meistens Sechser. Fünfer, Sechser. Sechser, Gut, Futter spielt noch eine große Rolle. Genau. Ja. Ich versuche eigentlich immer, wenn ich an dem Tag, wo ich angeln gehe, den Tag davor, wenn ich dann nochmal füttern gehe oder zwei Tage zuvor, dass ich dann irgendwas Besonderes an Futter reinwerfe, sei es der Teig oder mit Seideraube, irgendwelche Naturköder, irgendwas, dass, um die Fische da drauf vielleicht zu versuchen, spitz da drauf zu machen, dass sie da drauf Bock haben, hängt das dann auch eigentlich in der Hake. Alles gut, heißt, du kreierst dann praktisch immer nochmal so das i-Tüppelchen, ja? So ein bisschen also was anderes. Den Standard-Boilie ins Wasser werfe, den man füttert, versuche was Besonderes an der Hake zu machen. Ich meine, gerade jetzt um die Jahreszeit, wir haben 9,9 Grad Wassertemperatur, da ist der Teig unschlagbar. Ja, das ist das ist das Beste, was man eigentlich angeln kann. Und ich habe das auch schon, also wie ich jetzt angekommen bin und habe das so gesehen, wie du angelst, das sieht man schon, das ist ein Unterschied zu vielen anderen Leuten. Ist auch gut zu sehen, dass es Leute gibt, die sich nach all den Jahren immer noch so viel Gedanken machen und auch so gute, unterschiedliche Gedanken. Das hat alles Hand und Fuß. Und also ich kann mich ja definitiv jetzt, oder konnte mich ja definitiv jetzt überzeugen, es ist kein Privatsee und es sind keine eingesetzte Fische von irgendwo, sondern die sind hier aufgewachsen. Definitiv, hier ist nichts mit
voll besetzte mit 30 und 25 Kilo Fisch, sondern das hier ist ganz normales, natürliches Gewässer. Hier sind überall Stege, hier sind viele Hechtangler unterwegs. Ein ganz normaler Verein, Vereinssee sozusagen. Ja, also mit dem Vorurteil konnte man auf jeden Fall dann schon mal aufräumen. Und ja, die Angelei ist super interessant, die du betreibst. Da gehört auch sehr, sehr viel dazu, finde ich. Also da immer wieder am Ball zu bleiben, das immer wieder mal bei Wind und Wetter jeden zweiten Tag raus, das zu füttern. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall Respekt. Ja, und ja, ich bedanke mich mal für die Einladung. Ja, und ich glaube, dass einige Leute bestimmt einiges mitnehmen konnten davon. Und vielleicht konnten wir auch helfen, dass jetzt ein paar Leute ein bisschen besser fangen dadurch, wer weiß. Ja. Also ich sag mal, die Unterwasserkamera macht auf jeden Fall sehr viel aus. Macht einen großen Unterschied. Dass man viel lernt über das Verhalten von den Fischen auf jeden Fall. Mhm. Und irgendwann wärst du da total süchtig danach. Du machst das ohne das Scheißding gar nicht mehr. Ja, was ist, wenn du sie nicht dabei hast, Steffen? Was passiert dann? Ja. Also hast du das Vertrauen noch? Nee, ich nehme es ja oft nicht mit. Ja. Wenn ich es jetzt weiß. Mit Absicht. Okay. Also im Sommer, wenn ich eigentlich weiß, dass die Fische das Futter annehmen, geht eigentlich gut. Genau. Mache ich eigentlich sehr selten. So wie jetzt um die Jahreszeit, wo sie launisch sind, die Fresse nicht mehr viel. So wie man es jetzt die ganze Zeit gemacht habe, immer wieder kontrolliere, Futter ist weg, Hakeköder liegt, andere Hakeköder, irgendwie Vorfachlänge ein bisschen variiere und so weiter. Ja. Okay. Ja, das ist ja auch ganz interessant, denn es gibt ja oft so die Situation. Ich kenne ja viele Jungs, die tauchen oder der eine wirft nur und hat das alles noch nie gemacht. Der wird auch nie mit Unterwasserkamera arbeiten. Für den ist das keine Angelei, gibt es auch viele Leute. Und dann gibt es Leute, die tauchen und fühlen sich total unsicher, wenn sie werfen müssen. Ja? Ja. Und es ist immer gut, wenn man dann so ein bisschen alles in einem macht. Ja? Mit Werfen, mit Bootfahren, mit Kamera, ohne Kamera. Das ist schön. Verlernt man nichts und lernt in alle Situationen eigentlich immer dazu. Ja, ja sehr schön. Gut, was halt wichtig ist, einfach die Vorfachlänge macht halt auch viel aus, was die Köder betrifft. Ja. Gerade zum Beispiel, als Beispiel, wenn man jetzt Seidenrauben füttert, ne? Da kommt ja der ganze Zoo auf den Platz, ob das Rotauge sind, ob es Brasse sind, egal was. Da verwende ich zum Beispiel meistens immer irgendwie ein kurzes Vortrag, weil da habe ich schon wie oft auf der Kamera gehabt. Da ist Butternei da, Rotaugen sind auf dem Platz, die wühle darum, der Karpfe kommt, schnappt sich das Ding, der will es unbedingt haben, zack, dann hängt er mit dem kurzen Vorfach. Direkt, ja. Hab das schon sehr oft gesehen gehabt. Ein langes Vorfach hat er wieder zu viel Spiel. Da kann der das nehmen, kann irgendwie hoch, kann es wieder ausspucken, wenn er merkt, das stimmt offen. Ja. Und so kann man das eigentlich alles ganz gut kombinieren irgendwie. Ne? Heißt, das, was du in deiner Erfahrung gelernt hast, ist, dass du sagst, wenn du mit lockenden Materialien arbeitest, also viel, wo viel Weißfisch kommt, viel Rotauge und sonstiges, dass du dann eher Kurzvorfische verwendest, wenn die Fische aktiv sind, weil auch der Futterneid da ist, weil der Fisch kommt und sich Platz macht. Genau. Ja, und den Hakenköder oder den Köder greift, vor den anderen da sein will. Heißt aber auch im Umkehrschluss, fischst du nur Boilies, fischst du einen großflächigeren Platz, ab und zu mal ein paar Köder, hieße, wie fischst du dann? Also wenn ich Boilies angeln mache, ist in der Regel so, dann habe ich ein relativ langes Vorfach, 30, 40 Zentimeter. Hat den Grund, habt ihr schon wie oft auf der Kamera gesehen, die Fische kommen, nehmen auch die lose Boilies einfach, da kommen, nehmen den Boilie zwischen die Lippen, also wirklich nur zwischen die Lippen, geht hoch, da kommt praktisch von der Senkrechte, die Waagrechte, geht hoch, lässt den Boilie wieder fallen, schwimmt zum nächsten Boilie, er testet die ganze Boilies, wo da rumliegen, auch das Vorfach, hast du jetzt ein kurzes Vorfach, er nimmt den Boilie zwischen die Lippen, der Hake kommt niemals ins Maul, gar nicht, der nimmt den, das Blei zieht praktisch den Boilie aus der Lippe wieder raus, der Fisch Sack verschwindet, weiß genau, das stimmt. Weil man weiß, lange Vorfach, nimmt er den, hab das schon ein paar Mal gehabt, da kommt, nimmt den, hebt ihn wieder hoch, lässt ihn wieder fallen. Er kommt fünf, sechs Mal, beim siebten Mal kommt er, nimmt das Ding, zack. Heißt aber auch, das trifft jetzt speziell auf Gewässer zu, die seit Jahren richtig harte Angeldruck haben, wo seit Jahren extrem gutes Futter reinfliegt und die Angler genau wissen, was sie dort treiben. Genau. Ja, hieß jetzt, wenn ich an meinem Standard-Vereinssee mit 250 Fisch auf 5 Hektar so angeln würde, würde ich zwar auch extrem viel fangen, aber dort würde vielleicht der Unterschied nicht so gravierend deutlich. Ja? Der Unterschied dieser Methoden des Angelns wird wahrscheinlich gravierender in solchen Gewässertypen, bei denen wirklich dieser Angeldruck eine Rolle spielt und die Fischanzahl eine Rolle spielt. Dann ist das ja auch wirklich, das Gewässer hier ist ja glasklar. Also ich habe selten Gewässer gesehen, wo du so weit gucken kannst. Ja, ich konnte jetzt mit meiner Kamera auf 12 Meter immer noch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Meter weit gucken. Das ist schon extrem, das ist schon beachtlich.
wie es in normalen Gewässern, die dann trüb sind vor lauter Fisch, wäre das natürlich anders, würde sich das anders verhalten. Ja. Aber ich glaube, dass man da trotzdem einiges mitnehmen kann. Und gerade dann auch dann in so Situationen, wo du an so viel besetzten Gewässern angelst, gerade dadurch vielleicht den einen oder anderen noch mal mehr fangen kannst. Ja. Hast du solche Gewässer, angelst du auch so an sowas? Also praktisch, wo mehr besetzt ist. Ja. Das eine oder andere auch. Okay. Fall, ja. Spaß angeln. Ja. Okay, ja. Mhm. Entspannteres Angeln auf jeden Fall. Man muss nicht immer mit der Kamera gucken, man weiß genau, die Fische sind da, das Futter wird gefressen. Ja. Wie gesagt, dem Gewässer, wo wir hier sind, da sind so viele gute Angler, die das genauso betreiben wie ich. Die machen den ganzen Eck genauso wie ich. Mhm. Dementsprechend die Fische wissen, was los ist. Genau, ja, das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Du siehst ja, die Futterplätze wären leer geräumt, dein Hageköder liegt noch da, du musst ausprobieren, wieder was anderes irgendwie. Ja. Liegt vielleicht nicht wirklich gut, optimal. Mhm. Ja, ist interessant. Ist wirklich interessant, muss man sagen. Ich habe ja viel Kontakt zu vielen, vielen verschiedenen Typen von Anglern. Jeder ist auf seine Art, jeder macht auf seine Art das alles irgendwie für sich richtig. Ja, ja. Und da gibt es ja immer ein paar, die so ein bisschen da rausstechen durch Fänge oder durch Sonstiges. Dir wird ja auch oft, hat man gelesen, unter deine Bilder, wenn man auf Facebook geguckt hat, dass ja auch oft vorgeworfen wird, dass du an den einfachen Gewässer und dass die Dinger besetzt sind. Das ist ja definitiv nicht der Fakt. Du machst definitiv viele Sachen anders wie normale Angler. Also ich angel selbst, mein Hausgewässer ist ein Vereinssee, der selbst unter extremem Angeldruck steht. Das sind so 8 Hektar Gewässer und teilweise hast du am Wochenende 16 Mann da sitzen. Ja. Hat ein bisschen mehr Fisch prozentual zu dem hier, aber auch sehr viel Angeldruck, also so etwa 70 Fisch. Und auch da gibt es ganz viele, die angeln so Standard, angeln so normal. Ja. Die fangen immer wieder ihre Fisch, ja, aber dann gibt es schon auch dort Leute, die rausstechen, die einfach viel mehr fangen. Ja. Und den Unterschied sieht man dann. Und das ist definitiv Futter und es ist definitiv auch Vorgehensweise. Ja, ich denke auf jeden Fall auch Montage, Vorfachlänge, das spielt da alles eine große Rolle. Wo viele einfach das standardmäßig nachahmen, wo aber Teil Glas funktioniert immer irgendwann. Aber genau. Und sind wir mal ehrlich, ich kenne kein Gewässer, wo kein Angeldruck ist. Es gibt es mittlerweile. Das ist egal wo, da reichen 2-3 Angler am See, dass die Fische wissen, was Schnüre sind oder überhaupt, was da unter Wasser los ist. Mhm. Ob da jetzt viel Angeldruck oder viel Fische drin sind oder nicht, das geht ganz schnell, finde ich. Mhm. Wie hältst du es mit Bleigewicht? Also in der Regel, wenn ich die Rute auslege, immer 200 Gramm aufwärts, Minimum. Ja, genau. Wie gesagt, das soll sich haken und wenn er sich hakt, muss das Blei entweder wegrutschen oder eben abfallen. Mhm. Also das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Ich meine, mit dem Wegrutschen, das fische ich auch oft. Das heißt praktisch, das ist mit diesen Tadpole Beads. Genau. Ja. Das Blei sitzt schön im ersten Moment vorne drauf, als Festblei. Der hebt es an, will sich schütteln, das Blei rutscht sofort weg, der schüttelt ins Leere. Genau. Das sieht man da oft in der Bisse, wenn man sich dran denkt, früher. Weißt du, genauso gut. Ja. Die Rands waren immer gleich ab. Genau. Meistens hat man genau, und irgendwann rennt der Fisch dann los. Genau. Das ist die Zeit, wo der Fisch probiert, das Blei loszubringen. Das sind die Piepser. Und irgendwann, wenn er merkt, es bringt nichts, dann kommt er meistens daran. Ne? Hm. Ich finde, das hat man an dem Biss, wo man auf der Kamera habe, am ersten Tag gesehen. Das war herumgetüdelt, mal ein kurzer Abzug und dann war es das. Ne? Ja. Ja, ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das ist immer, man lernt nie aus. Jeder macht ein paar Sachen anders. Du machst viele Sachen ganz anders. Ja? Ich glaube, bei dir ist einer der gravierendsten Unterschiede zu vielen Anglern dieses konstante Füttern. Konstantes Vorbereiten und Füttern. Das mit der Kamera, das ist für dich ja ein fester Bestandteil mittlerweile. Das ist das ist deine Art der Angelei. Ja? Ja. Dieses konstante Füttern, das wird es definitiv abheben von ganz vielen anderen Anglern. Denn klar, man weiß das selber von sich, man füttert mal eine Woche, man füttert auch mal 2 Wochen, man füttert vielleicht auch mal 3 Wochen. Ja? Ja. Dann hast du einen 3-Tages-Rhythmus oder hast einen 5-Tages-Rhythmus und fütterst von mir aus 5 Kilo. Ja. Aber dieses ganz kontinuierliche, die Menge nur wirklich die Menge füttern, die aufgenommen wird, dass nicht zu viel im Gewässer liegt oder zu wenig, das ist, glaube ich, ein ganz gravierender Unterschied. Das ist gut, Und was auf jeden Fall halt auch, gerade wenn man Futterangler ist, ich sage jetzt mal, ich bin Futterangler, klar, ne? Du brauchst Futter, wo auf jeden Fall funktioniert, auch auf Wochen. Ja, genau. Und bei mir sind es halt eben unkonservierte, auf jeden Fall unkonservierte Beutel, ohne irgendwelche Chemie.
viel wasserlösische Stoffe drin, mhm, eiweißhaltig, genau, kaum Kohlenhydrate. Das, was der Fisch eigentlich braucht. Genau. Mhm. Dass der Fisch davon auch was hat. Ja. Ja, ich glaube, die Kombination aus allem macht das Ganze hier so erfolgreich, gell? Also du brauchst gutes Futter auf jeden Fall. Mhm. Das macht einen großen Unterschied aus. Ja. So wie ich es ja gesagt habe, hier mit dem Wasser, hier gibt es niemanden, der irgendwelche Fertigboilies, das sind alles Silberroller oder wo eben hochwertige Boilies verwendet. Mhm. Das macht eigentlich den Unterschied. Das macht es hier auch so schwierig, weil jeder gutes Futter reinwirft. Wenn wir jetzt halt gewisse Zeit auf dem Platz gefischt habe, die Fische wissen genau, ich will mal zum nächsten Futterplatz, da ist kein Hake, da ist kein Schnur. Ja. Und gerade so wie jetzt hier, hier wird zum Beispiel nicht unbedingt viel gefischt, sicher, wir waren jetzt die Einzigen am See, aber nachts sind wie viele Lampen da draußen auf dem See rum, jeder hat seine Plätze gefüttert. Genau. Klar, die wissen auch alle, die werfen jetzt nicht viel rein. Aber ja, die Fische, wie sie sich kann auch zu dem gehen, da gibt es auch gutes genau, Futter. Genau, richtig. Und es ist ja so, es ist bekanntlich, und das merken wir ja bei mir am Hausgewässer ganz genauso, sobald dort von 2 bis 3 Leute einfach etwas mehr Futter reinkommt, wirkt sich das Fressverhalten so immens aus. Wenn nur noch dein Futterplatz am See ist, das ist ja super easy, der Fisch kommt, die haken sich, die wissen, die müssen das jetzt fressen, es gibt nichts anderes. Ja. Aber ansonsten, die werden ja werden auch langsamer fressen. Je mehr Futter da liegt, der Fisch wird ganz langsam. Und das ist ja das Nächste, ein langsamer Fisch zu haken, das macht es ja noch schwerer. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was hier auch zutrifft. Ja, sehr schön. Also mir hat das auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen, bis jetzt. Ja. Und das Gute bei uns, also viele in den Vereinen oder Gewässern, wo ich bin, mir ganze Karpfenangler verstehen uns eigentlich sehr gut untereinander. Ja. Wir reden viel miteinander. Ja. Und da kommt es eigentlich auch nicht vor, dass dann zu viel ins Wasser fliegt. Jeder weiß, wenn man zu viel reinwerfe, weil jeder weiß, jeder macht seine Sache richtig eigentlich. Ja. Ja. Dann reden wir schon miteinander, dass normalerweise, dass die Chance halt höher sind, wenn nicht zu viel im Wasser liegt. Ne? Ja. Ah, das ist gut, das hast du auch nicht oft, gell? Nee, also bei uns in den Gewässern ist es mehr. Das ist hier schön dann. Hm? Ist immer schön, wenn einer den anderen nicht mit Futter übertreffen wird. Ja, das gibt es auch. Ne? Ja, alles schon erlebt, die Aktionen mit 50, 60 Kilo Futter. Wobei natürlich für alles gibt es einen richtigen Zeitpunkt. Das ist natürlich auch klar. Gell? Und jetzt hier bei 9,9 Grad Wasser, da sind halt 2 Hände, 3 Hände absolut ausreichend. Ja. Also ich muss ja sagen, hier bei uns in der Baggersee, klar, früher macht jeder so mal viel, mal wenig Futter, je nachdem, wie sie fressen vor der Laichzeit. Mhm. Wenn das Ganze rum ist mit der Laichzeit, dann ist eigentlich die Zeit, wo man wirklich viel Futter einbringt, wo die Fische auch das, da können schon, wie gesagt, mal 20 Kilo sind dann weg. Ja, die brauchen das Futter. Und die brauchen das auch, Und ich finde dann immer, wenn man dann Facebook oder Internet liest, Spätjahr, Herbst, Futterzeit, bla bla bla, absoluter Trugschluss. Mhm. Die Wassertemperatur geht runter, die Fische, die brauchen das nicht mehr. Mhm. Das wird alles langsamer. Kurz vorm Herbst halt, Ich würde sagen, bis September ist eigentlich meine Chance, die Zeit, wo man viel Futter bringen kann. Und dann kommt die Zeit mit wenig gutes Futter. Ja. Noch dazu sind die Fische das ganze Jahr eigentlich beackert worden. Mhm. Die wissen genau. Ja, richtig. Die haben gar keinen Bock mehr drauf. Ne? So, August, September ist dieser Wechsel. Ja? Dieser oft der Temperaturwechsel, auch unter Wasser, die Umwelt, so die da stattfindet, dass die Fische oft in tiefere Regionen gehen. Ja. Ja. Das klar gibt es die Tage, wo die wirklich alles umwühlen, fressen und so weiter. Aber wer hat die Zeit, da immer im Wasser zu sein? Genau. Ja, du ja anscheinend nicht, weil du gehst ja nur einen Tag in der Woche. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte auch gedacht, dass du viel mehr gehst. Wahnsinn, echt. Ich dann höre und sehe, was du fängst, das ist schon beachtlich. Sehr gut. Das machen nicht viele, Steffen. Ja, die gibt es auch, aber... Gut. Nee, war auch eine schöne Zeit. Ja. Ja, sehr schön, muss man echt sagen. Also jetzt auch mal wieder lehrreich. Auch immer mal schön zu sehen, was andere tun, wie es ist, wie sich das verhält. Ja, auch die Gewässer mal zu sehen. Und schade, also ich hätte es ja, ich bin ja nicht gehässig, aber ich hätte es ja doch gegönnt, dass du vor der Kamera wenigstens einmal auf den Steg ausgerutscht wärst. Na klar. Das wäre noch mal ein Highlight gewesen vor der Kamera. Aber wer weiß, wir sind ja noch da. Ja.
mich ist das auch absolut wichtig, dass ich genau weiß, wenn ich die Rute ablege, dass die verhitterungsfrei am Grund ankommt. Und dazu verwende ich eigentlich kleine Sticks. Der Grundmix besteht auch eigentlich aus kleinen Pellets. Dazu kommen dann Zugmückenlarven, den Lebergrundmix noch dazu. Das Ganze wird dann angerührt, mache noch etwas Salz dazu, damit ich sicher gehen kann, dass sich die PVA nicht auflöst durch die Feuchtigkeit von den Zugmückenlarven. Weiterhin kommt noch dazu noch eine Handvoll von den Seeds von Butcher's Best, die sowieso PVA-freundlich sind, wo man praktisch auch pur verwenden kann, ohne sich Gedanken zu machen, ob sich das Ganze auflöst. Und rühre das Ganze dann noch mit einem Leberliquid an, mache dann ganz normal meinen Stick draus und ziehe das Vorfach auf. Der einzige Unterschied ist dann, dass ich hergehe, wenn das Ganze am Wirbel hängt mit dem Sleeve, dass ich den Stick direkt auf den Sleeve draufziehe. Damit gibt es dann eigentlich eine komplett steife Verbindung zwischen Blei und dem Stick. Das Vorfach hänge ich dann, das was übrig bleibt, die paar Zentimeter, hänge ich dann in den Stick oben einfach ein. Und dann hat man eine komplett steife Verbindung zwischen Blei und PVA-Stick praktisch. Und beim Ablegen passiert dann normalerweise dann nichts. Und dann liegt es sauber auf dem Grund und sollte dann normalerweise passen. Also normalerweise mache ich das so, wenn kein Biss mehr kam, fahre ich raus mit dem Boot, kontrolliere den Platz mit der Unterwasserkamera, dann sehe ich, ja, liegt noch Futter dort oder ist das Futter weg und nur der Hakenköder liegt. Das heißt, wie gesagt, ich fahre dann raus, kontrolliere das Ganze, werfe die Haarboje auf den Platz, wie es mir unter Wasser jetzt gerade gefällt optisch, suche dann auch das Blei bzw. die Schnur von der Haarboje, damit ich auch genau weiß, wie es in dem Punkt genau aussieht. Wenn das dann passt alles, nehme ich dann die Rute, lege die genau neben das Blei praktisch ab von der Haarboje oder versuche zumindest so nah wie möglich, werfe noch ein bisschen Futter dazu, ziehe die Haarboje wieder raus und fahre wieder zurück an den Platz. Und so kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Ganze eigentlich gut liegt. Beziehungsweise kann man dann gut reagieren, liegt noch Futter dort oder weiß man auch dementsprechend, werft man mehr Futter dazu oder nicht.